Und fange mal an und sag, danke Tobi, dass du dir die Zeit nimmst, überhaupt. Sehr gerne, gar kein Problem. Endlich hat's geklappt. Ja, Und ich freue wir mich haben schon schon ein drauf. paar Mal probiert, genau, ja. Ja, vielen herzlichen Dank dafür auf jeden Fall. Und ja, gehen wir gleich in die Vollen. Wann und wie bist du überhaupt zum Handball gekommen? Spiele Handball, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Natürlich habe ich wie jedes Kind begonnen mit Fußball oder wie jeder Junge. Großteil. Aber mir war der Ton dort einfach zu scharf. Also mir ist da zu viel geschrien worden, zu viel. Es war einfach ein zu harter Ton, das war ich von zu Hause nicht gewohnt. Und dann meine Mama war beim Pilates und die Pilates-Lehrerin, Trainerin hat auch Mini-Handball gemacht. Und die hat dann gesagt, ja, das soll er sich einfach mal anschauen. Und dann bin ich da zum Mini-Handball gekommen. Mit 6 war das eher noch Völkerball spielen und einfach nur Ball spielen. Aber dann war ich halt relativ schnell mit 7, glaube ich, habe ich schon bei der U9 mitgespielt. Also das war dann relativ schnell, dass ich immer eigentlich nur bei Älteren mitgespielt habe. Und das war eben noch in Berchtoldsdorf, bei meinem Heimatverein. Genau, Berchtesgadener oder Heimatverein. Genau. Da muss ich dann danach eher ein Foto noch schicken, was ich heute zufällig gefunden habe, weil es mir eingefallen ist, dass ich noch eins haben müsste aus Poric von 2018. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Bin ich schon gespannt. Ja. Ja, sehr cool. Also auch extrem früh angefangen und du bist ja auch eigentlich noch super jung. Also du bist 25 jetzt, glaube ich. Du bist heute 25 Genau. geworden, gell? Ja, jetzt im März. Ja. Und ich glaube 2015 war die Einberufung ins Nationalteam. War das Das 2015? kann durchaus sein. Es war, ich glaube, meine erste nationale Einberufung hatte ich sogar schon früher. Aber mein erstes Spiel war dann 2015. Ah, okay. Der erste Also Einsatz ich war, war 2015, ja. genau. Ich war schon ein, zwei Mal davor dabei mit eben beim Nationalteam. Aber da habe ich eben noch nicht gespielt. Das war mein erstes Mal war ich dabei bei einem Trainingslager in der Südstadt. Und das nächste Mal waren eben schon die Länderspiele damals gegen Spanien in Spanien und Deutschland zu Hause, gerade wie Dago Sigurdsson deutscher Trainer wurde. Aber da war ich eben im, war ich 17., 18. Mann. Okay. Was kannst du dich noch erinnern? Was war das für ein Gefühl, wie du quasi den Anruf bekommen hast, dass du jetzt tatsächlich drinnen bist, generell? Das war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Es war, ich bin ja mit 18, die Fivers haben ja dieses einmalige Modell mit einer Mannschaft auch in der zweiten Mannschaft. Ah, in der zweiten Liga. Und das heißt, die Spieler, die von der U20 kommen, können dann gleich Männerhandball schnuppern in der Bundesliga, was eben enorm wichtig ist, weil dieses Sieb zwischen, das zwischen U20 und HLA ist, ist einfach riesig. Und das ist dann so ein Auffangbecken für Spieler, die noch gerade nicht gut genug sind für die HLA oder noch eben Erfahrung brauchen im Männerhandball, aber schon zu alt oder zu gut für die U20. Und da bin ich eben auch am Anfang in dieses Raster reingefallen, war aber nur die Hälfte des Grunddurchgangs in der Bundesliga, weil dann durch Verletzungssorgen der Fivers, da hat sich der Kiwi damals verletzt, der Markus verletzt, Markus Kohler. Und Ja. dadurch bin ich da relativ schnell eigentlich mit 18 in die Rolle des Deckungschefs reingewachsen, musste ich. Also ich wurde da mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen und damals habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass ich mit Handball irgendwann mal wirklich Geld verdienen kann, weil ich war zwar immer gut, habe immer bei den Älteren mitgespielt, habe immer Junioren-Nationalteam gespielt, aber dass das jetzt so weit geht, wie es jetzt eigentlich bis jetzt gekommen ist und ich hoffe, es kommt noch viel mehr, daran habe ich eben noch nicht gedacht, bis einmal eben der Patti damals in der Halle war und zu mir gesagt hat, ja, das, was du machst, ist sehr gut, mach weiter so. Und das war dann so eher so das erste Mal, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ist das eigentlich? Profi-Handball, wie könnte das was werden? Und dann kurz danach später kam eben der Anruf, dass ich das erste Mal bei diesem Trainingslager dabei sein darf. Das war dann natürlich schon eine, etwas ganz Großes damals für mich. Vor allem, wenn ich dann auf die Einberufung schaue und dann sehe ich einen Nikola Marinovic, einen Robert Weber oder einen Viktor Schilagyi, das war dann schon sehr beeindruckend.
glaube ich. Das ist sicher ein geiles Feeling. Und vor allem eben trotzdem in auch so jungen Jahren noch. Also hast du das damals in den jungen Jahren schon realisieren können, was das für eine Verantwortung ist? Oder ja, schon auch Verantwortung, aber auch allein dieses Faktum, dass du jetzt quasi für das Land Österreich quasi jetzt fightest. Damals war das noch nicht so. Damals war es eher für mich so ein Privileg, da jetzt einmal dabei sein zu dürfen, mitzutrainieren, zu schauen, wie sich Profis in einem Training verhalten, was da die Unterschiede sind, wie die sich zwischen den Trainings verhalten. Das war schon ein großer Schub noch für mich an Motivation und an Ehrgeiz. Und aber so richtig realisiert habe ich es dann, wie wir in Finnland gespielt haben. Und ich war gerade noch Behandlung. Und dann komme ich runter zum Essen und dann schaue ich so eine Runde, kein freier Platz mehr bei meinen Freunden, also beim Nico oder beim Seppo. Und dann schaue ich dort so und dann ist noch genau ein freier Platz bei Nico Marinovic und Viktor Schilagyi. Okay. Und ich dann natürlich als 20-Jähriger, oh mein Gott, ich bin einfach nur da gesessen und habe nur zugehört, was die halt so erzählen, weil das war, und ich habe mich halt an Haxen ausgefreut, wenn sie mich dann was gefragt haben oder wenn ich was sagen durfte. Also ich gehöre noch zu dieser Schule von jungen Spielern, die, wenn ältere reden, dann hältst du lieber die Schnauze. War bei mir als junger Spieler noch, dass da eben der Umgang in der Mannschaft doch sehr hierarchisch war und weniger eine Demokratie, sage ich jetzt einmal. Ja, wobei gut, Schilagyi und Marinovic sind halt doch, die sind noch ein zusätzlich anderes Kaliber auch noch dazu. Natürlich, Ja, aber ich habe das halt gelernt von den ja. Fivers mit Vitas. Also Genau. da wird da schon das sehr nahegelegt, dass du als junger Spieler eher zu folgen hast. Und das wird halt jetzt leider also leider, vielleicht ist es auch gut für junge Spieler, aber ich denke mir halt, ich glaube, die Leine wird im Moment ein bisschen zu locker gelassen für junge Spieler. Das Okay. finde ich. Also, wenn ich mir denke, was ich früher sagen durfte in einer Mannschaft mit 17, 18, 19, was jetzt teilweise junge Spieler zu sagen haben, finde ich das teilweise zu locker. Okay, woran liegt das? Ist da allgemein einfach die Mentalität in der Jugend nicht mehr vorhanden oder was sind da die Faktoren, dass da jetzt dieser lockere Umgang herrscht? Woher kommt das? Ich meine, bei den Fivers ist es sowieso schon immer so, dass junge Spieler sofort Verantwortung übernehmen müssen. Das heißt, du kommst in die erste Mannschaft nur, wenn der Peter oder der Mannschaftsrat befindet, dass du der Mannschaft einen Push gibst. Natürlich müssen die dann schon in der Bundesliga oder in der U20 oder bei einem anderen Verein schon sehr gute Leistungen gebracht haben, wo sie dann natürlich auch durch ihre Leistungen was sagen durften. Aber dann kommen sie zu uns in die Mannschaft und dann ist manchmal der Umstieg schwer von einem Führungsspieler zu einem, ich bin neu in einer Mannschaft, Gefühl zu kommen, was ich auch verstehe. Und wie wir alle sehen und wissen, natürlich hat sich die Mentalität von jungen Leuten geändert. Also das ist jetzt nichts Schlechtes, das ist einfach so, das ist der Lauf der Dinge. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass junge Spieler mehr zuhören und Ratschläge annehmen, weil wenn ich zähle mich jetzt auch schon zu den älteren Spielern, weil ich habe jetzt auch schon einiges erlebt und ich kann denen, also wir können, wollen eigentlich nur das Beste für die, auch wenn wir dann manchmal einen härteren Ton anschlagen, aber es ist einfach wichtig, dass Ratschläge angenommen werden und das habe ich ganz, ganz lange gemacht, was mir eben sehr geholfen hat. Ja, sonst wärst du doch nicht dahin gekommen, wo du jetzt bist. Vielleicht, das kann man jetzt nicht sagen, was wäre, wenn, aber so, ich glaube, es war doch, ich würde den Rat eher weitergeben, zuhören und sich dann das Positive rausfiltern, was man mitnehmen kann, anstatt gleich mal zu sagen, nein, will ich nicht. Und weil du das Thema schon vorher angesprochen hast, zwecks Profi-Handball und Geld damit verdienen, haben die letzten Jahre, wo der österreichische Handball doch jetzt endlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch bekommen hat, auch in den Medien etc., hast du das Gefühl, dass
Handball jetzt endlich langsam aus der Randgruppe ist er jetzt nicht mehr wirklich, aber er hängt schon hinten nach irgendwie. Hast du da das Gefühl, dass sich jetzt ein bisschen mehr tut? Gibt es noch Ja, Klärungsbedarf? es gibt schon noch einiges an Bedarf. Also wir Spieler probieren alles, damit das eben funktioniert. Also es wird echt von vielen Spielern schon sehr professionell gedacht und getrainiert. Aber du kannst dem, ich kann ja aus Erfahrung sprechen, du kannst ihm diese Rahmenbedingungen, die du in Deutschland hast, nicht in Österreich geben, weil einfach dafür das Geld im Verein, im Verband, wo auch immer fehlt, um Spieler so zu fordern, dass du zu denen sagst, du musst 7-mal die Woche trainieren. Dein Beruf. In Österreich müssen viele, viele Sportler oder Handballer vor allem noch nebenbei arbeiten, damit sie sich ihr Leben finanzieren können. Und deshalb kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, wenn es heißt, am Samstag ist Spiel und am Sonntag macht bitte jeder einen regenerativen Lauf. Dann gibt es Spieler mit Familie oder wir spielen am Mittwoch und am Donnerstag heißt es einen regenerativen Lauf. Dann können das einfach nicht alle machen, weil sie arbeiten müssen, weil sie Familie haben, weil sie einfach andere Verpflichtungen noch dazu haben. Und da hinkt eben Österreich noch ein bisschen nach, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass sich das ändert. Natürlich, leider kam jetzt Corona. Das heißt, dadurch ist diese Euphorie mit der Handball-EM ein bisschen abgeflacht. Muss man leider ehrlich so sagen. Das ist dieses eigentlich sensationelle Ergebnis mit Platz 8 ist ein wenig, geht jetzt vielleicht ein wenig unter. Und deshalb ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir erstens im September mit der Saison starten und zweitens dann auch mit Zusehern. Wenn es die Rahmenbedingungen mit Infektionszahlen, mit Hygienevorschriften, mit Gewährleistung eines ungefährdeten Ein- und Ausgangs, Gewährleistung eines ungefährdeten Weg zur Toilette oder Buffet, was auch immer, dass das gegeben werden kann. Und das ist eben enorm wichtig. Und man sieht es, glaube ich, jetzt bei Sky mit den Zuschauerzahlen bei der Deutschen Bundesliga. Es ist einfach wichtig, dass Spiele, egal ob es Handball ist, ob es Basketball ist, ob es Volleyball ist, dass Spiele übertragen werden. Und dann nicht nur eines pro Woche, sondern am besten drei oder vier. Und da müssen sich eventuell auch diese drei Verbände, die so eigentlich alles haben, um eine richtig, richtig attraktive Sportart zu sein, müssen sich diese drei Verbände zusammentun. Oder würde ich für gut befinden, wenn sich diese drei Verbände zusammentun und irgendwie so ein Projekt mit, egal ob es Laola ist oder Servus TV oder was auch immer, dass eben eine noch mehr mediale Aufmerksamkeit auf diese Sportarten gelegt werden kann. Und dass eben auch Leute, die nicht handballaffin sind, auch mal zufällig über Handball drüber stoßen, einfach weil es im Fernsehen läuft. Und das ist enorm wichtig. Definitiv. Wobei, ja, es ist trotzdem, ich meine, jetzt in der Situation momentan, wo wir gerade alle stecken mit dem Corona-Zeug, sieht man generell gerade ein bisschen den Stellenwert des Sports in Österreich. Gab es einen schönen Kommentar auf, ich glaube, Standard war das. Sport ist momentan der Bittsteller quasi. Und es beißt sich halt wirklich ein bisschen die Katze in den Schwanz, wenn es vor allem um Handball geht, weil man doch viele Leute kennt, die Handball richtig geil finden, die in den Schulen mit den Kindern Handball spielen. Ich habe selber mitbekommen, bei uns auch unten in Wiener Neustadt und im anschließenden Neudörfel, in dem kleinen Dörferl, wo jetzt eben die EM definitiv für Furore gesorgt hat, wo sich echt ein paar Jugendliche gefunden haben, die gesagt haben, sie wollen Wiener Neustadt und Umgebung wieder Handball spielen. Es gibt aber nichts, weil einfach die Infrastruktur fehlt, weil einfach die Ressourcen fehlen. Und weil es einfach echt schwer ist, trotzdem noch heutzutage jemanden zu finden, der Geld in die Sportart reinsteckt. Ja. Also es, ja, so wie es gesagt hast, es gibt noch viel Bedarf. Ja. Aber Und in es. weiterer Folge nicht nur das Geld, also in weiterer Folge, dass das Geld fehlt, fehlen dann auch qualifizierte Trainer, die das dann machen, weil natürlich gibt es gutherzige Menschen, sage ich jetzt einmal, die sich dann freiwillig in die Halle stellen und Kindern diesen Sport näher bringen. Jetzt wirklich
den Anreiz zu haben, die Kinder weiter zu fördern und weiter zu bringen und eigentlich mehr oder weniger nur drauf zu zahlen. Auch wenn es viel gibt, das ist halt ganz schwer und dafür braucht man ganz, ganz viel Größe und muss sehr, sehr, sehr sozial sein. Ja, und vor allem, man braucht trotzdem auch die Erfahrung, man braucht trotzdem auch die Zeit. Und da sind wir wieder beim nächsten Punkt. Die Leute, die das entsprechend bis zu einem gewissen Level dann hinauftragen könnten, die haben eben dann schon Familie, die gehen nebenbei noch arbeiten und. Also es ist ein bisschen ein Teufelskreis. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich positiv, weil ich kenne auch viele Sportler, die wenig Berührungspunkte gehabt haben und durch die EM die ersten Berührungen wieder mit dem Sport gehabt haben, und Poric war damals auch schon ein relativ guter Hype. Ah, okay, Jungs fahren runter und. Wo ich viele Sportler gesehen habe, die gesagt haben, Bösteipart und Handball ist ganz schön ein harter Sport und eigentlich Org und die können ja viel mehr und hin und her. Also es langsam aber doch kommt das Bewusstsein. Aber es Das war ja es zieht enorm, sich. das war auch enorm wichtig für uns, zum Beispiel zu hören, wie auf einmal ein Vincent Griechmeier oder ein Matthias Meyer einfach uns, da haben wir Videos bekommen von den Sportlern, die uns einfach die Daumen drücken und sagen, das ist geil einfach, was ihr macht. Ihr repräsentiert Österreich einfach richtig gut, macht's weiter so. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Na, wie gesagt, es wird langsam. Die anderen checken es langsam. Vor allem Handball ist einfach echt. Da werde ich dann das Wort kurz zu Denise übergeben. Handball ist echt einfach. Also ich weiß nicht, ich habe viele Sportarten probiert und bin auch, ich glaube, 20 Saisonen habe ich in Summe Handball gespielt. Es war einfach die geilste Sportart. Aber ich habe auch nichts anderes ausprobiert, was wirklich härter war. Ich meine, okay, Football oder Rugby oder sonst irgendwas. Wobei Football sage ich immer, ja, Ausrüstung. Aber Handball ist halt echt, ist echt hardcore. Und allein was man mitbringen muss an Koordination vom linken Hauwaschl bis zum rechten kleinen Zecherl runter, das gibt es in wenigen Sportarten, diese Vielfältigkeit, die es da mitbringen muss. Plus in Körperkontakt nämlich. Ist echt Also. enorm, was für, auch wenn ich mir anschaue, teilweise, was bei uns im Training teilweise los ist. Also, ich glaube, wir waren einfach dieses Jahr so gut zum Beispiel, weil wir uns im Training einfach, jeder wollte einfach dieses Spiel gewinnen, egal ob es Fußball, egal ob es Stangenball war. Und das hat uns einfach so stark gemacht und als Mannschaft so zusammengeschweißt. Und da ist mir enorm wichtig, dass eben auch diese Härte, die im Spiel dann auf uns wartet, auch im Training praktiziert wird. Die Härte ist eh gleich das nächste Thema. Du bist nämlich einer der Spezialkandidaten als Kreisspieler. Du kriegst den meisten ab. Darf ich dich fragen, was aktuell quasi deine Maße sind? Also, du bist, glaube ich, knapp 2 Meter groß. Ich bin 1,98 und habe im Moment ungefähr 122 Kilo. Ja, das ist ein ordentliches Kraftlackel. Hatte aber schon jetzt 138 Mal. 108, alter Schwede, okay. Ich kann mich nur erinnern, in Poric haben wir immer gelacht, weil wir gesagt haben, der Wagner hat die schönsten Waden. Einfach so. Die sind auch relativ schön. Kann ich ohne rot, Das kann ich ist ohne rot zu wert sagen. dann möchte ich gleich bei dem Thema mal an die Denise weitergeben, weil die ist ja unsere Physiotherapeutin in unserem Team und die hat bestimmt hinsichtlich Körper und was dein Körper quasi mitmacht beim Sport, die eine oder andere Frage oder Input dazu. Sehr gerne. Du hast jetzt nur gerade Glück, dass du kein Bild hast, weil sonst hätte man die Wadeln zeigen lassen. Welch ein Glück. Ja, na, also Handball, super geil zum Anschauen und es gibt natürlich nichts, was umfassender eigentlich vom Körper her ist. Deswegen ist euer Training natürlich auch sehr speziell, weil es gehört einfach alles dazu und es gehört alles trainiert und das musst du mal unterbringen in einer Trainingswoche. Ja, speziell. Und ja, also die Verletzungen, die ich sehe vom Handball, sind für mich auch immer ein Spaß. Für die Leute weniger, für mich schon. Immer schön herausfordernd. Da kann man so schön tweaken und basteln und anpassen. Echt spitze. Also für mich viel interessanter zum Zuschauen als Fußball. Ja, anders. Meine Stimme habt's. Danke. Vor allem, was beim Handball im Extrem ist, es sind zwar oft die typischen Handballer, also ich nenne jetzt als schwere Verletzung eine Schulterverletzung mit Supraspinatus oder Infraspinatussehne gerissen,
oder ein Kreuzbandriss oder ein Meniskusriss oder ein Brüche kommen zum Glück relativ selten vor, aber ein Schleimbeutelriss, also ich hatte jetzt kurz vor der EM hatte ich einen Schleimbeutelriss, da hatte ich echt eine Wie schön. Tennisballwölbung. Aber was eben das, glaube ich, Herausfordernde für viele Therapeuten bei unserer Sportart ist, wenn man mich behandelt, muss man mich ganz anders behandeln als zum Beispiel einen linken Flügel, als den Erik Damböck nenne ich jetzt zum Beispiel. Weil ich brauche nicht dann so schnell wie möglich wieder 3 Meter hochhupfen. Ich muss dann Ja. einfach nur wieder schauen, dass ich stabil in diesem Knie werde. Und das ist eben was ganz anderes als der braucht. Der braucht dann wahrscheinlich mehr Schnellkrafttraining. Ich brauche wahrscheinlich mehr Krafttraining an sich. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das merke ich ja auch bei Therapeuten, dass sie teilweise dann echt überlegen müssen, was jetzt einzelnen Sportler. Und das macht dann eben für uns einen guten Therapeuten aus, der sich dann auf die Person einstellt und sich da was überlegt, weil wie könnte ich der Person jetzt am besten helfen? Ja, interessant. Vor allem muss wahrscheinlich auch die richtige Mischung sein zwischen Ahnung haben vom Handball und vielleicht auch gar nicht zu viel Ahnung haben, dass man halt dann ein bisschen out of the box vielleicht denkt. Genau, ist Aber enorm wichtig. ja, spannend. Also sicher super geil mit euch zu arbeiten. Manchmal auch anstrengend, glaube Ja, bestimmt, ja. Bestimmt. Also leichte Charaktere sind wir nicht. Ja, aber wer ist das schon im Sport? Ja. Vor allem, wenn es um Leistung geht. Wie wird da bei euch umgegangen damit? Langwierigere Verletzungen, gibt es da Stress? Also geschweige denn, dass ihr spielen wollt. Aber wie wird damit umgegangen, wenn ihr eigentlich relativ schnell wieder einsetzbar sein müsst und es ist eigentlich anatomisch, physiologisch, pathologisch nicht so vertretbar? Natürlich, wir Sportler wollen immer so schnell wie möglich spielen. Klar. Also, ich weiß noch, ich hatte jetzt schon 2 Kreuzbandrisse leider. Und ich weiß noch, für mich war 6 Monate, war die Zeit, nach den 6 Monaten will ich wieder spielen. Auch wenn es vielleicht nicht clever ist. Aber wieder von Deutschen und von Österreich verschiedene Gesichtspunkte erzählen. Und da war es eben in Österreich so, da wird dir die Zeit gegeben und da wirst du auch gebremst. Das heißt, wenn sie die Therapeutin sagt oder der Therapeut, sorry, aber ich kann dich noch nicht aufs Spielfeld lassen, das ist ein viel zu großes Risiko, dann spielst du einfach nicht, dann trainierst du auch noch nicht. Aber in Deutschland war es dann doch so, dass da muss es einfach ein bisschen schneller gehen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, man wird dazu gezwungen zu spielen, auch wenn man nicht fit ist. Aber sobald es halbwegs vertretbar ist, spielst du. Außer du sagst selber, du darfst nicht spielen. Oder du Ja, kannst nicht spielen. man muss die Sportler ja meistens nicht zwingen dazu, dass sie wieder spielen. Das ist ja eher dann die Ja. Herausforderung des Bremsens. Genau. Und Und eben dementsprechend Kreuzbandriss wird dasselbe. es, ja, so eine Sache. Dasselbe. Ja. Aber dementsprechend wird es natürlich auch Sachen miterlebt haben von Leuten, die zu früh anfangen. Und manchmal ist es total okay. Manchmal schlagst das Therapeut die Hände zusammen und sagst, bitte noch nicht. Und es passiert trotzdem und dann geht alles gut. Weil der Körper ist halt keine Maschine und es gehört Glück dazu und vielleicht auch einfach ja, der individuelle Körper, ob er was Gescheites draus macht oder ein Blödsinn. Ja, und es ist halt auch eben beim Handball, weil es eben ein Kontaktsport ist, ganz viele Na klar. Verletzungen. Du kannst einfach mit einem Kreuzbandriss auch 10 Monate Pause machen, dann wirst du blöd gestoßen in der Luft und reißt es dir wieder. Und dann kann dir niemand aber vorwerfen, du hast zu früh begonnen oder zu wenig Reha gemacht oder sonst Ja, irgendwas. ja. Ja, Also, bleibt das spannend. ist, ja, also, ja, und eben wie du die Trainingswoche angesprochen hast, ich glaube, das ist eine enorme Herausforderung für jeden Trainer, die Woche zu planen, weil du am Samstag spielst und dann wieder am Samstag. Du musst einerseits die körperliche Belastung richtig finden, andererseits musst du am Wochenende wieder fit sein. Das heißt, also ich glaube, das ist, wir haben da zum Glück einen guten Rhythmus bei den Fibers, wir wissen genau, an welchem Tag was uns erwartet. Und, aber ich glaube, dass das teilweise echt eine heroische Aufgabe ist, Spieler richtig zu belasten, weil dann ist auch jeder Spieler anders belastbar. Also wenn du einem 14-Jährigen sagst, ja gut, Montag Laufbahn, 6x800, dann hängt ihm das wahrscheinlich bis Donnerstag nach. Und wenn du das zu einem 18-Jährigen sagst, der denkt sich am nächsten Tag, am Dienstag in der Früh beim Training, was haben wir gestern eigentlich gemacht?
Das sind halt auch eben ganz, ganz schwierige Themen und Sachen, die ein Trainer zu bewältigen hat. Wie schaut es mit dir selber aus, was die Trainerschaft betrifft? Hast du irgendwas schon lizenztechnisch absolviert oder hast was vor? Ich habe es schon vor, aber ich habe jetzt leider, oder nicht leider, ich habe für mich, ich habe die Matura gemacht, war beim Bundesheer, habe dann ein bisschen studiert, also Politikwissenschaften, und bin dann zurück nach, also bin dann nach Deutschland. Bin dann unter verschiedensten Gründen und Umständen zurück nach Österreich und wollte dort eigentlich Lehramt studieren. Lehramt war aber nichts für mich, und mit der EM vor der Brust war eigentlich die EM allgegenwärtig, und für mich war diese EM einfach das Größte, wahrscheinlich auch, was ich jemals in meiner Handballkarriere erleben werde. Sowas, ich glaube, ganz wenige Sportler kommen in diesen Genuss, eine erfolgreiche Heimeuropameisterschaft zu spielen. Das war eben, deshalb war diese EM ganz wichtig für mich. Und darunter hat eben auch meine Bildung gelitten. Aber jetzt habe ich mich eben begonnen mit einem, beginne ich mit einem Sportmanagement-Studium auf einer Fernuni. Das heißt, ich bin an keinen Ort gebunden. Nächstes Jahr spiele ich auf jeden Fall noch bei den Färbers, und dann sind mir alle Türen geöffnet. Und Trainerausbildung, natürlich, warum nicht, sollte ich die nicht mal nebenbei machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Trainer für mich das Richtige ist. Ich sehe mich da lieber in einer organisatorischen Funktion, egal ob es bei einem Verband ist, bei einem Verein oder in einer Föderation. Ja, der ÖAB kann immer gute Leute brauchen, nachdem wir den Handballsport eh groß machen müssen, noch in Österreich. Aber du wirst ja hoffentlich noch vorhaben, viele Jahre jetzt aktiv mal das Nationalteam nach vorne zu tragen. Ja, ich hoffe, dass ich noch 10 Jahre, 10 gute Jahre vor mir habe. Ich weiß nicht, ob ich so lange diese Doppelbelastung mit Nationalteam und Verein bewerkstelligen kann. Vor allem körperlich. Aber natürlich, also für mich ist das immer eine Riesenehre, für Österreich zu spielen. Und deshalb will ich das so lange wie möglich und so gut wie möglich und so gut repräsentativ für Österreich machen. Das ist schön zu hören. Stimmung machen kannst du auf jeden Fall mal. Das. Aber na, also hast du das Gefühl, dass du körperlich schon unter Anführungszeichen dramatisch klingend jetzt zu viel Schaden genommen hast? Meine zwei Kreuzbandrisse sind schon hardcore, aber Im Moment nicht. Im Moment fühle ich mich eigentlich gut. Also, ich denke, da gibt es. Ich sage immer, eine Verletzung beginnt eigentlich im Kopf. Wenn du deine Verletzung nicht anständig im Kopf auskurieren kannst, dann wirst du auch nicht fit. Dann wirst du diese Verletzung immer in dir tragen. Nicht, weil sie nicht ausgeheilt ist, sondern weil du einfach gehemmt bist im Kopf. Und das ist das größte Problem einfach. Und ich probiere, also ich bin da eher immer so ein positiver Mensch und beschäftige mich wenig damit. Ah, jetzt mache ich lieber einen Schritt weniger, weil ich könnte mir jetzt sonst wehtun. Ich bin dann lieber einer, der dann noch einen Schritt reingeht und sagt, ja gut, wenn du da jetzt herkommst, dann tut's lieber dir weh anstatt mir. Ja. Aber nein, ich glaube nicht, dass mich diese, natürlich, ich werde jetzt irgendwann Arthritis bekommen, aber ob ich die jetzt mit 40 kriege oder mit 45 oder mit 50 oder mit 60, ist dann auch schon kupft wie katscht. Ich glaube, da wird uns die Denise sowieso zustimmen, wenn man Sport macht, kriegt man die so und so. Und ob es jetzt 10 Jahre oder früher oder später passiert, ist dann relativ nicht egal, aber dafür ist es, gibt mir einfach dieser Sport zu viele gute Dinge, um daran irgendwie einen Gedanken zu verschwenden. Vor allem, es kommt ja auch immer darauf an, weiß nicht, gebe ich dann das Wort an dich, Denischen, aber es kommt ja auch darauf an, eben wie der Körper rundherum damit umgeht und wie die Behandlung ist und was man einfach daraus macht. Ja, na, auf jeden Fall ist immer, also der Körper verschleißt sowieso. Wenn du den viel beanspruchst oder übertrieben viel beanspruchst, verschleißt er schneller. Wenn du den zu wenig beanspruchst, verschleißt er auch schneller. Aber wenn du das optimal machst, verschleißt er auch. Es geht immer um die Zusammenarbeit und es ist komplett wurscht. Die meisten Leute, ich bin ja immer beeindruckt davon, dass die meisten Leute nur ein, zwei Baustellen haben von ihren diversen
Belastungen. Und meistens sind es halt ein, zwei Stellen, die in mehreren Varianten im Laufe der Karriere oder des Lebens zurückkommen. Und die muss man dann halt extra gut im Griff haben. Also prinzipiell, wenn ich jetzt dein Knie behandeln würde, wäre mir eigentlich, natürlich will ich wissen, was da die Vorgeschichte ist und wie es da drin ausschaut, aber dann ist es mir eigentlich herzlich wurscht, wie es beieinander ist, weil wir schauen einfach, was wir draus machen können. Und wenn das Knie an sich beweglich ist, stabil ist, kräftig ist, super. Und wenn da die Obergrenze erreicht ist und die Obergrenze vielleicht nur mal 50% ist, dann muss halt der Rücken und die Hüfte und Sprunggelenk, Fuß, alles extra gut arbeiten, damit es halt das Knie so gut wie möglich unterstützen. Und meistens ist halt der Impuls oder der Reflex im Körper eher, dass man ausweicht und dass man dann eine andere Stelle dafür zu viel belastet oder dass man halt ständig dann dieses Knie wieder beleidigt. Also wenn nicht alles 100% ist, was es bei niemandem ist, wir sind auch nicht symmetrisch, das werden wir auch nie werden. Wenn nicht alles 100% ist, dann muss halt alles andere gut damit umgehen und dann ist es wenig bis kein Problem. Und dann hast du auch Befunde, wo du da denkst, bumm, und trotzdem können die Leute alles, was sie wollen. Und dann gibt es halt ein paar Leute und da steht am Befund leichter Verschleiß und leichte Streckstellung und die sterben vor lauter Schmerzen, weil es halt komplett falsch damit umgehen. Also prinzipiell kann man alles damit machen. Und nach, also wenn es mit dem Sport aufhörst, geht es halt auch wirklich darum, dass da gute Gewohnheiten angewöhnst, statt dass dann halt irgendwas in A gehen lässt, weil irgendwas irgendwann wieder aufbauen ist relativ schwierig oder schwieriger. Und ich kenne auch keinen Ex-Top-Sportler, der sich freut, wenn er mit 60 seine Enkel nicht aufheben kann, weil er nicht genug auf sich geschaut hat. Und das heißt, genug auf sich schauen heißt nicht, ich mache meinen Sport nicht mehr oder ich mach nicht mehr das, was ich gern mag, sondern einfach rundherum die Voraussetzungen schaffen im Körper, dass man das eben so gut wie möglich machen kann und dass man so gut wie möglich damit umgeht und sich eben auch seine Regeneration gönnt. Also wenn Leute, die ihren Körper belasten und was verlangen und eine Leistung fordern, wenn die einfach drauf schauen, einfach drauf schauen würden, dass die Regeneration halbwegs passt, dann wären die meisten Probleme keine Riesenprobleme. Da kann ich auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen, weil du eben angesprochen hast, dass das Hüfte, Knie und Knöchel zusammenspielen. Bei mir ist jede Knieverletzung mit einer Knöchelverletzung davor einhergegangen. Das heißt, ich habe mir zuerst den Knöchel verletzt und dann beim zweiten Mal war es einfach leider Pech. Beim ersten Mal war es Unfitness, aber trotzdem hatte ich jeweils vorher eine Knöchelverletzung. Und dann schont sich der Knöchel, geht alles aufs Knie und das funktioniert nicht. Vor allem Natürlich. durch. Knie ist doch die schwächste Stelle in der ganzen Bewegungskette. Und es ist auch so, wie es ist, aber hoffentlich wirst du dir beim nächsten Mal, wo der Knöchel leicht beleidigt ist, denken, ich muss extra auf mein Knie aufpassen. Übrigens, Hüfte, Hüfte, Hüfte. Weil wenn das Das alles, Sprunggelenk aber es ist so beleidigt ist, schlecht. Klassiker. Es ist so Klassiker. anstrengend, Hüfte. Ich hasse Ja. es. Na, da hast du Der eine Hüft. Antwort. Es ist, die Antwort ist immer das, was man nicht gern macht und das, was nicht so leicht fällt. Es ist so schrecklich. Ich probiere es Der echt. Stelle den lieben Patrick Ehrenberger winken. Der hat euch ja jetzt mittlerweile fest unter die Fittiche auch, gell? Ja, und der Bio geht mir auch. Jedes Mal erinnert mich, du musst bearbeiten und ja, ich probiere es doch eh, aber es wird nicht besser und ich bin echt teilweise mittlerweile eine halbe Stunde jedes Mal, jeden Tag dran, diese Hüfte irgendwie aufzubekommen und es wird besser, aber es ist einfach nur ekelhaft. Probier statt einer, wenn eine halbe Stunde am Stück nicht funktioniert, rate ich immer, dass man zwei, dreimal am Tag 10 Minuten macht. Es geht meistens viel Schaut dann besser. schon. Regelmäßigkeit geht echt meistens noch viel mehr weiter, als wie wenn es da einmal intensiv probierst. Ich trainiere halt dann, ich mache es meistens dann vor dem Training. Und dann ist mir die halbe Stunde, ist sie mir im Wert, dass das eben das Training eine Qualität hat und auch, dass ich nachher nicht humpen Schon, oder wie. aber durchs Training verspannst du das gleich wieder. Ja gut, dann mache ich es nachher auch nochmal. Gut. Und am besten in der Früh auch gleich noch. Und dann geht was weiter. Und dann ist es nicht mehr so Die schlimm. schlauen Physiotherapeuten. Oh, nee. Die Ja, ich kenne es unsympathisch, so gell? gut.
Was du vorher schon angesprochen hast, was super, super schlau war, war der Satz von wegen, du musst die Verletzung auch im Kopf auskurieren. Der mentale Aspekt, gerade im Profisport, nimmt ja sukzessive exponentiell zu, umso professioneller der Sport wird, sage ich jetzt einmal. Habt ihr oder hast du einen speziellen Weg für dich selbst? Also jeder findet natürlich für sich einen speziellen Weg, aber hast du irgendwie schon von früh auf irgendwie eine spezielle Art oder einen speziellen Weg oder ein spezielles Ritual gefunden, wie du zum Beispiel mental dich aufs Spiel einstellst, ob das jetzt Visualisierung war, ob das, weiß ich nicht, Augen schließen und kurz meditieren war, keine Ahnung, von bis, ja. Gab es irgendwas, wo du schon früh irgendwie so deinen Flow gefunden hast? Ich war früher ein Spieler, vor allem in meinen Juniorennationalen Zeiten. Da hatte ich eben auch einen ziemlich harten, strengen Juniorennationalen Trainer. Da ist mir jede Kritik ihm sehr nahe gegangen. Auch wenn er hat es nicht böse gemeint, er wollte einfach, dass ich es besser mache. Und ich habe mir das immer so nahe genommen und so zu Herzen genommen, dass ich dann noch mehr blockiert habe und noch mehr verkrampft habe. Und das heißt, eigentlich das einzige Ritual, das ich habe für mich, ist, wenn ich einen Fehler mache, den ich mir selber, worüber ich mich normalerweise maßlos ärgern würde, oder auch wenn es nur ein kleiner Fehler ist, aber der einfach so viel kostet, dann gebe ich mir einen kleinen Schlag auf die Thymusdrüse. Und das ist einfach etwas, was mir hilft, wieder aus diesem Negativen rauszukommen. Also ein Schlag drauf und dann ist es für mich im Kopf so gut wie nächste Aktion ist wieder wichtiger. Also das ist nach wie vor dein Ja, To-Go-Mittelchen. das habe ich jetzt seit sicher 10 Jahren. Dann mache ich das. Das mache ich aber auch im normalen Leben, das mache ich nicht mehr im Sport. Also auch wenn mich irgendwas ärgert, dann mache ich das kurz und dann komme ich wieder mehr zur Ruhe, dann atme ich einmal durch und dann ist es wieder besser. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich eher im normalen Leben, auch wenn man es beim Handball nicht immer vermuten wird, aber ich bin im normalen Leben schon eher ein ruhigerer und ein entspannterer Typ. Ich brauche nicht die ganze Zeit Menschenmengen um mich herum. Ich mag das auch eigentlich gar nicht. Nicht so gern, weil ich mag das auch nicht, zum Beispiel, wenn ich ihn kennenlerne, dass ich gleich sage, ja, ich bin Profi-Handballer. Weil das verändert einfach Menschen in der Art, wie sie mit dir umgehen. Auch wenn zum Beispiel, ich nehme da immer gerne als Beispiel einen Psychotherapeuten, dann fragt dich jemand, was machst du? Und dann sagt er, ich bin Psychotherapeut. Verändert sich sofort das Verhalten von Menschen. Und ich finde, das ist nicht gut und deshalb probiere ich das immer so lange wie möglich fern zu halten oder nicht geheim zu halten, aber einfach, es muss nicht jeder einfach wissen sofort, was ich mache, weil es verändert einfach Menschen. Das Hast Verhalten von du Menschen. im Gegenzug quasi schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Handballern, mit Profi-Handballern, die deine Idole waren oder so irgendwas? Schlechte Erfahrungen nicht. Also es gibt natürlich Menschen oder Handballer, die sind damit offen. Sagen sofort, ich bin Profi-Handballer. Aber schlechte Erfahrungen, also dass jetzt darauf jemand herumreitet, was willst du eigentlich von mir? Ich bin Profi-Handballer, so ist es nicht, weil dafür haben wir einfach nicht den Status. Also wir können das nicht so machen, wie zum Beispiel ein Fußballer, der im Nationalteam spielt, der sagt, was willst du? Also Ja, ich frage deswegen, weil ich war 2014 in Dänemark oben bei der WM. Und da war ich ein bisschen schockiert, weil wir damals echt eben die gegenteiligen Erfahrungen noch gemacht haben. Also ich will jetzt keine Namen nennen. Dänische Nationalteamspieler, die beim Rausgehen an den Kindern vorbeigegangen sind. Die Kinder haben gemeint, so, ja, Foto bitte und hin und her. Also schleich dich. Auf Alles Englisch. klar. Deswegen, wie gesagt, für mich war das damals. Deswegen frage ich, ob du quasi Erfahrungen gemacht hast mit einem deiner Idolen oder so, weil das war damals so ein bisschen schockierend für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, Handball ist jetzt eben noch nicht Fußball, wo so viel Kohle drinnen ist, dass man so ein Gehabe hätte.
Und die Denise und ich haben auch ein bisschen Erfahrung im Kampfsport etc. Und wir wissen auch, dass eben umso härter der Sport, umso lieber und netter die Leute in Wirklichkeit. Aber ja, das 2014 in Dänemark, da waren zwei, drei Aktionen dabei, wo ich mir dachte, ups, gibt's doch auch in Handball. Hat ein bisschen meine rosa Brille damals vom Handball zerstört, leider. Na, also ich weiß halt noch, damals 2000 war, habe ich ein, zweimal bei den Franzosen beim Training also zugeschaut. Und die waren alle voll nett nach dem Training und haben mir ihre Schweißbänder gegeben. Und Philipp Biecher auch zum Beispiel ein super Mensch. Von Philipp Biecher habe ich noch immer ein Schweißband, das hat er mir Ja. 2014 zugeworfen. Das habe ich die Ich habe. ersten 3 Wochen nicht gewaschen, bis meine Teamkollegen dann gesagt hat: Schleich dich, geh das waschen, weil es fällt in der ganzen Halle. Ich habe es mit 13 bekommen und ich glaube, es passt mir noch immer nicht. Super Also geil. im Normalfall, also ich habe eigentlich kaum, vielleicht liegt es daran, weil ich selber Handballer bin, aber ich habe kaum ein Problem jemals erfahren mit einem arroganten Handballer. Wie gesagt, das ist, glaube ich, eh die ganz, ganz große Ausnahme. Ja. Und ich sage mal, was mich eher gleich zum nächsten Thema dann auch bringt, bei einer WM, EM, man kann sagen, was man will, man kann noch so eine Erfahrung haben, berichtige, wenn ich da falsch liege, aber ich denke mal, es ist für den noch so erfahrensten Spieler trotzdem ein Stress, trotzdem ein Druck. Und trotzdem immer eine gewisse Anspannung, auch vielleicht, wenn das Spiel nicht so gelaufen ist, auch nach dem Spiel noch da. Es ist vor allem, ich glaube, wir haben das bei der EM jetzt in Wien sehr gut gemacht mit dem Druck. Weil es war natürlich schon, also da beim ersten Spiel gegen Tschechien habe ich schon gesehen, dass bei ein paar Spielern der Reis gegangen ist. Was ich auch verstehe, du spielst das erste Mal vor 10.000 Leuten. Jeder will einfach, dass du dieses Spiel gewinnst. Vor allem zu Hause auch noch. Ja, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Und eben. Dass das dann eben auch so funktioniert, das war eben beeindruckend und da haben wir einfach gemerkt, dass diese Mannschaft jetzt über die letzten zwei Turniere extrem gereift ist. Natürlich mit einem sehr, sehr, sehr guten Führungsspieler mit dem Nico. Also den muss man echt loben, dass der das mit den jungen Jahren einfach so cool und so gut macht. Der Janko hat ein überragendes Turnier gespielt, hat uns auch über diese EM getragen. Dann war es halt, das war einfach cool. Und dann hat man aber auch gemerkt, dann ist der Druck größer geworden in der Hauptrunde. Vor allem eben aufgrund geschuldet dessen, dass wir gegen Spanien und Kroatien eigentlich sehr gut gespielt haben. Dann kam das Deutschlandspiel. Dieses Deutschlandspiel wurde derartig gehypt. Ich weiß nicht, wart ihr beim Spiel? Nicht dort, also ich habe es im Fernsehen Es war, wir gesehen. sind da ja auf einmal alleine eingelaufen. Die Zuschauer haben unseren Vornamen zuerst, der Hallensprecher, dann die ganzen Zuschauer und unseren Nachnamen. Und das war halt, ich glaube, für ein paar Spiele, auch für mich, das war einfach, wir waren diesem Spiel, diesem großen Spiel, die Chance auf Platz 5, ein Spiel um Platz 5 zu haben, waren wir einfach in dieser Situation nicht gewachsen. Das muss man einfach so sagen. Und da muss man sich anschauen, wo die deutschen Nationalteamspieler alle spielen. Die spielen alle wöchentlich vor ausverkauftem Haus. Und da waren die einfach eine Nummer zu groß für uns. Ich glaube nicht, dass sie so, dass sie, ich glaube, wie viele Tore waren es am Schluss? 22? Ja, auf jeden Fall, Habe ich das ich glaube aufgegangen, nicht, das dass sie war noch so eher. viele Tore besser sind als wir. Aber an diesem Tag waren sie es einfach und haben deshalb verdient gewonnen. Auch in dieser Höhe. Wie schaut das Ja, dann nach das so einem kannst. Spiel? Entschuldigung, Denise, ja? Ja. Na, wollte nur gerade sagen, das kann man ja auch nicht üben. Also das ist Nein, echt. absolut Wie nicht. willst du das nachstellen? Du kannst es nur üben, eben durch solche Spiele. Aber im Training kannst du sowas nie simulieren. Der Trainer kannst du sagen, der Verlierer macht jetzt 10.000 Liegestütz. Und trotzdem ist das nie so, als wie wenn da jetzt einfach Menschen. Du einfach Angst hast, Menschen zu enttäuschen. Und dann sind da Freunde von dir im Publikum, deine Familie und dann, also das war schon sehr ein herber Rückschlag, aber dass wir dann da eben nochmal in diesem letzten Spiel gegen Weißrussland so zurückgekämpft haben, das war dann,
für mich eigentlich der Höhepunkt dieser EM. Nach so einer Niederlage, nach so einem Rückstand auch im Weißrussland-Spiel, dass wir uns da nochmal so zurückkämpfen und diesen Punkt holen und somit Platz 8, das war einfach, da haben wir einfach gesehen, dass diese Mannschaft echt gereift ist. Deshalb ist es einfach cool. Wie gesagt, eine mega geile EM und war echt schade, dass dann genau die Situation jetzt eingetreten ist, weil von dem Schwung hätte man sicher profitieren können, ja. Absolut. Man hat es Aber auch schon in den ersten Spielen wieder gemerkt. die Saison geht jetzt effektiv ab September wieder los, spieltechnisch. Nein. Es ist nichts. Wir wissen nichts, wann es losgeht. Okay, weiß man noch gar nichts. Okay. Gar nichts. Trainieren dürft unter gewissen Voraussetzungen jetzt aber schon. Wir dürfen Handball nahe trainieren, also ohne Körperkontakt. Okay. Und dürfen ein bisschen rennen und aufs Tor schießen. Aber rein theoretisch nicht einmal passen wahrscheinlich, ne? Doch, das dürfen wir, passen dürfen wir schon. Okay. Aber eben alles ohne Körperkontakt. Und wie wir wissen, Handball ohne Körperperkontakt ist Völker Volleyball. Ball. Ja. Aber so. Ja, es ist echt, es ist zwar gut, wieder mal mit den Jungs, die Jungs zu sehen und einen Ball in der Hand zu haben und sich so wieder an die Belastung Handball zu gewöhnen, aber richtig ein Handballtraining ist jetzt nicht möglich. Auf der anderen Seite, gut, wer weiß, was für positive Aspekte hat im Sinne von irgendwie anderwertig zusammenfinden, eben gerade wegen dieser komischen Situation. Aber ja, wie gesagt, dieser eine Artikel im Standard war echt gut, Sport als Bittsteller, weil das echt ein bisschen komisch ist, was im Sport nicht passieren darf, alles. Aber gut, das wäre jetzt ein politisches Thema. Aber ja. Wie noch um kurz um bei dem mentalen Aspekt zu bleiben, ihr habt vermutlich einen Mentalcoach. Wir haben einen Mentalcoach, ja. Wie regelmäßig oder wie regelmäßig wird man da gecoacht und ist das eher dann quasi Einzelgespräch oder doch mehr eh zusammen in der Mannschaft? Ist da ein bisschen Insights geben? Es ist so, dieses Jahr war er nur ganz selten da, weil es ihm sehr gut gelaufen ist. Weil es ist doch immer eher ein Zeichen für die Mannschaft, wenn ein Mentaltrainer kommt, dass etwas nicht stimmt. Diese Saison hatten wir einfach nicht das Problem, dass irgendwas nicht stimmt. Ich persönlich bin jetzt gerade in so einer, bei einer Sportpsychologin, weil ich eben ein paar Dinge aufzuarbeiten habe nach der EM, die mir jetzt eben erst klar geworden sind. Und deshalb bin ich im Moment bei einer Hilfestellung. Also das geht von dir aus, das ist jetzt nichts, Genau, was ja. vom Team ausgeht oder so. Genau, So genau. interessant immer in Österreich, also dass wir immer noch in diesem Denken sind, wir machen erst was, wenn das Problem da ist, statt dass man sich denkt, proaktiv und ich beug vor. Ja, weil es ist, ich hatte einfach nach der EM eine depressive Phase. Ich habe es nicht geschafft, zurück ins normale Leben zu finden. Also ich war halt 1,5 Monate beim Nationalteam. Total verständlich ist, oder? Ja, Also. 1,5 Monate beim Nationalteam, mir wird gesagt, wann ich frühstücke, wann ich aufstehe, wann ich trainiere, wann ich Mittag esse, wann ich schlafen gehe, wann ich Jause esse, wann ich Abend trainiere, wann ich Abend esse. Und ich habe es dann einfach nicht geschafft, wieder nach der EM Motivation und Elan und zu finden, um Dinge zu tun, die ich nicht tun muss. Training war für mich kein Problem, weil das muss ich ja machen, das ist mein Beruf. Aber für alles andere habe ich mir einfach gedacht, warum sollte ich das machen? Da bin ich halt leider in so eine Lethargie gefallen und dann hat mir leider was, eine Änderung in meinem Leben die Augen geöffnet, dass ich da jetzt was ändern muss und jetzt bin ich, also ich merke einfach, ich bin wieder ein anderer Mensch, ich bin einfach wieder, ich gehe dreimal die Woche Tennis spielen, ich gehe trainieren, ich mache wieder was mit Freunden, ich habe einfach wieder neuen Elan gefunden, so etwas zu tun. Und du hast Eine offensichtlich noch immer Initiative die vor allem. Energie, auch andere Leute zu motivieren mit deinen Posts und mit deinen Insta-Stories. Vor allem Ja. mit deiner Freitag-Story. Ich Das feiere mache ich diese sehr gerne. Ich Stories. bekomme da so viele positive Rückmeldungen, dass ich das einfach, sowas macht mich einfach froh. Ich bin Ja. einfach gern so, wie ich es gebraucht hätte in dieser Phase nach der M, dass jemand für mich da ist. So bin ich einfach gerne für jemanden da. Und wenn es nur dieses Video ist, einfach nur, dass ich Leuten zeige, hey,
Mir ist es wichtig, dass es euch gut geht, auch wenn wir uns nicht kennen. So bin ich einfach und deshalb stecke ich da auch sehr viel Energie in was rein, wenn ich merke, dass es jemandem nicht gut geht. Also ich bin doch sehr, sehr sozial. Also ich probiere manchmal auch vielleicht zu, dass ich mir Sachen zu sehr zu Herzen nehme, die ich mir gar nicht zu Herzen nehmen sollte. Aber ich finde das einfach wichtig, dass ich mag das nicht, wenn es Menschen schlecht geht. Und gibt es was Erfüllenderes, als einfach leibend zu sein zu anderen Leuten? Das weiß ich nicht. Aber für mich ist es schon wichtig einfach und deshalb bin ich auch eigentlich so eher eine Frohnatur und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich manchmal ein Spaßkopf bin und für jeden Blödsinn zum Haben bin und was mir auch manchmal was mir auch manchmal selber hemmt, weil ich dann im Training zum Beispiel zu viel Spaß mache. Aber so bin ich halt einfach. Und das werde ich auch immer sein, das wird mir niemand austreiben können. Aber ich weiß dann halt auch, zum Beispiel, wenn Samstag 18 Uhr Spielbeginn ist und spätestens um 17:59 Uhr bin ich im Fokus. Und das ist halt wichtig. Das macht aber trotzdem auch eine Mannschaft aus. Eine Mannschaft besteht halt nicht aus 14 gleichen Charakteren, sondern da gibt es halt verschiedene Charaktere und Rollen und hin und her. Und da braucht's jeden einzelnen Charakter, den es gibt. Sonst wäre er auch nicht in der Mannschaft drinnen. Genau. Es ist eben, ein Mannschaftssport besteht immer aus anderen verschiedenen Charakteren und da muss man muss nicht mit jedem Best Friend sein, aber man muss halt, einer braucht einen ruhigeren Ton, wenn man ihn auf was hinweisen will. Und ein anderer braucht halt das ein oder andere härtere Wort. Und da muss man eben eine gute Waage finden und deshalb ist es eben so cool, in einer Mannschaft zu spielen, weil man eben verschiedene Charaktere hat und immer so eigentlich selber wächst daran und sich selber verbessert. Vielleicht schaut man sich was ab, vielleicht denkt man sich, okay, so will ich das nie machen. Und das ist eben total interessant für mich und deshalb ist Handballsport oder Mannschaftssport einfach generell, finde ich es total wichtig, dass es auch Kinder machen. Das ist mit Abstand sicher eins der besten Social Learnings, unter Anführungszeichen, wenn Kinder schon früh in den Teamsport kommen. Eben allein deswegen, weil man mit anderen Charakteren umgehen muss, sage ich jetzt mal. So wie du gesagt hast, man muss nicht mit jedem Best Friend sein, aber unterm Strich geht es darum, dass sich jeder respektiert, dass man weiß, wann man wem anderen zuhört. Aber wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt mit dem jedes Wochenende auf ein Bier gehen muss oder sonst irgendwas. Genau, Ja. und deshalb finde ich es auch wichtig, wenn das Kind jetzt lieber Tennis spielt als Fußball oder Handball oder was auch ich, was weiß ich, ist es einfach wichtig, dass das in der Gruppe passiert. Dass man so einfach einen Kontakt zu Gleichaltrigen bekommt oder zu annähernd Gleichaltrigen. Das finde ich eben enorm wichtig. Ich meine, ich hatte jetzt immer zum Beispiel eher Kontakt mit Älteren, was mir, glaube ich, auch sehr geholfen hat, weil ich halt dann früher eigentlich ziemlich selbstständig war. Aber das ist jetzt kein Muss. Reicht einfach, wenn ein Kind viele, viele soziale Kontakte hat. Du hast das ja auch schon live miterlebt von, wann hast du gesagt, mit 5 oder mit 6 hast du angefangen, gell? Genau, mit 6. In deiner Familie, wie schaut da die Geschichte aus mit Handball? Die haben absolut gar nichts mit Handball am Hut. Ah, okay. Also nicht. Du stehst raus quasi mit Handball. Genau, aber es ist einfach cool, so wie mich vor allem meine Eltern unterstützen und meine Brüder. Das ist einfach, wie die da mitgehen bei den Spielen und wie da nachher heiß diskutiert wird. Das ist dann schon. Das freut mich einfach, dass ich ihnen auch so eine Freude bereiten kann. Und eben auch, meine Eltern haben mich immer unterstützt und deshalb ist es eben wichtig auch für mich, dass sie eigentlich stolz auf mich sind. Ja, wenn Sohnemann so weit kommt im Sport und quasi eigentlich beruflich jetzt mit dem tätig ist, was eigentlich quasi Leidenschaft ist, oder vielleicht einmal Hobby war, unter Anführungszeichen, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja.
Und dieses Nationalteamgefüge, also wenn es ihr während der unter Anführungszeichen normalen Saison, wenn es keine großen Bewerbe sind, wie oft kommt ihr da zusammen als Nationalteam? Es gibt jetzt zum Glück von der HLA, von der, Entschuldige, darf ich gar nicht sagen, Spusu-Liga und vom ÖHB gibt es die Möglichkeit, dass eben die Spieler in der Spusu-Liga, ich glaube, zweimal im Jahr einen Termin bekommen. Das ist dann von Sonntag bis Mittwoch, dass wir eben uns so sehen. Vor allem, das ist wichtig für den Nationalteamtrainer, dass er Spieler beobachten kann, die jetzt vielleicht gut in der Spusu-Liga sind, aber muss er sich anschauen, ob die für internationale Bewerbe oder Spiele gut genug sind. Ist ihm enorm wichtig. Und sonst sehen wir uns, im Oktober ist immer Länderspiel, ist eine Woche Länderspielpause, dann eigentlich ab sofort Winterpause. Sobald das letzte Spiel im Grunddurchgang gespielt ist, kommen die Spieler aus Österreich zusammen und eben die Spieler, die nicht zwischen Weihnachten und Silvester spielen. Und dann ab, also dieses Jahr war es der 1. Jänner, treffen wir uns mit dem Nationalteam und bereiten uns vor für das Turnier oder für Quali-Spiele oder was auch immer. Und dann gibt es im April noch eine Länderspielwoche und nach der Saison. Aber das wird jetzt auch geändert. Das letzte handballerische Ereignis im Kalenderjahr Handball, also das ist ja von September bis Juni jetzt, abschließend findet das Champions League Final Four statt. Wir hatten ja jetzt eigentlich immer das Problem, dass wir, ich habe dieses Jahr das erste Mal seit, glaube ich, 20 Jahren, nein, nicht gerade 20 Jahren, das ist ja zu viel, seitdem ich Handball spiele auf einem halbwegs hohen Level, habe ich 4 Wochen frei. Ich weiß gar nicht, wohin mit der Zeit. Okay. Was halt für mich im Moment eigentlich nicht gut ist. Also ich hätte lieber jeden Tag Training. Aber ich mache jetzt einfach das Beste draus. Ich habe jetzt mein Studium, wo ich viel Zeit investieren kann über diese 4 Wochen. Ich fahre am Montag auf eine Österreich-Rundfahrt. Und ja, da muss ich halt so die Zeit genießen. Aber ich freue mich dann schon richtig, wenn es am 13. Juli endlich richtig losgeht mit Handball. Das glaube ich dir. Die derzeitige Situation, hat das irgendwie dazu geführt, dass ihr nationalteamtechnisch irgendwie mehr Kontakt habt über digitale Medien etc.? Wird da auch irgendwas forciert? Nein. Also ich habe halt mit denen ich schon seit Jahren zusammenspiele, also mit Seppo spiele ich ja schon zusammen, seitdem wir Handball spielen, und dann eben mit Nico habe ich extrem viel Kontakt. Der hat mir eben auch sehr geholfen jetzt durch diese Phase, die ich jetzt hatte. Und sonst halt mit Lukas Herburger, mit etwaigen Team 94 Spielern habe ich doch ziemlich viel Kontakt, weil wir einfach Freunde sind. Aber sonst hört man sich hin und wieder mal, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns wöchentlich hören. Okay. Mit dem Seppo warst du, glaube ich, auch schon, mit dem, den kennst du schon ziemlich lang. Mit dem warst du, glaube ich, auch schon in der Schule, gell? In der Schule war ich nicht mit ihm. Er ist ja ein Ah, nicht Jahr mehr. jünger oder Okay. er ist ein Jahr unter mir in der Schule gewesen, aber wir haben immer schon zusammengespielt. Ah, alles klar, Also wir haben okay. von 09 bis zu 11 zusammengespielt, dann ist er nach West-Wien, dann haben wir im Junioren-Nationalteam zusammengespielt, dann bin ich zu den Fivers und dann haben wir gegeneinander gespielt. Aber wir sind, seitdem wir 15 sind, seitdem wir im Junioren-Nationalteam sind, immer schon Zimmerkollegen. Also Sepp und Klar. ich sind eins. Okay. Beim Nationalteam sagt man immer, wir sind das Ehepaar, wir sind zusammen. Sehr gut. Das muss es eh geben. Ja, wie gesagt, das ist immer ein schöner bunter Mix aus verschiedenen Charakteren und Und es das ist halt ist. extrem wichtig, dass man so einen Zimmerkollegen hat, der einfach weiß, okay, der braucht jetzt Ruhe, okay, jetzt kann es gerade Spaß machen mit ihm, okay, jetzt will er einfach schlafen. Blindes Ich weiß nicht, Verständnis quasi. ja, ich weiß halt zum Beispiel beim Seppo, der kann 10 Wecker stellen und der überschläft sie einfach. Deshalb ist es halt gut, dass wir eben schon so lange im Zimmer sind, weil dann, wenn ich mal früher gehe, dann sage ich jetzt, Seppo, steh auf, weil sonst weiß ich einfach, dass er verschläft. Und wenn Du das halt hast niemand. ja. Du hast ja. Aha, schau, da kommt unser vierter Podcast-Gast. Ja, er haltet ein Ohr in die Alex. Kamera. So. Er geht wieder. Gähnend, wir langweilen ihn. Alles klar.
Du hast ja die Entwicklung ja, von bis durchgemacht. Wie ist der aktuelle Status vielleicht im Vergleich? Okay, Deutschland, wir wissen, Deutschland ist wieder ein ganz anderes Level. Aber wenn es um die, sage ich jetzt einmal, um die unter Anführungszeichen Verpflegung rund um euch herum geht, eben mit Physio, mit Arzt, würdest du da sagen, dass wir in Österreich jetzt auf einem Level sind, der passt? Weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, also auch wie mein Vater damals noch Handball gespielt hat, da war man froh, wenn in den höheren Ligen ein Physiotherapeut einfach in der Mannschaft war, so in die Richtung. Ich kann halt nur für die Fivers sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Vereinen ist. Aber bei den Fivers, wir haben zweimal die Woche die Möglichkeit, mit einem Physiotherapeuten zu arbeiten, der uns dann leider zwar nur 20 Minuten behandeln kann, weil eben so ein relativ großer Andrang ist, aber es ist ganz wertvolle Zeit, vor allem für mich, eben aufgrund meiner Vorverletzungen. Also ich bin. Wenn geschrieben wird, ich komme am Mittwoch in die Halle, wie schaut's aus, wer braucht was, kannst du sicher sein, dass ich einer der Ersten bin, der schreibt, ich brauche was. Und wir haben eine Masseurin, die eigentlich nach jedem Training kommt. Und da bin ich auch ziemlich oft. Also natürlich, es geht immer mehr. Also ich glaube, man kann nicht zu viel Behandlung haben. Ich finde das einfach extrem wichtig. Aber ich glaube, wir sind da schon ganz gut aufgestellt und auch im Nationalen sind wir da hervorragend aufgestellt. Wir hatten jetzt bei der EM3 Betreuer im medizinischen Bereich plus Mannschaftsarzt. Wir haben bei den Fivers einen Kniespezialisten, einen Schulterspezialisten, einen Allgemeinmediziner. Also ich glaube, da sind wir doch schon sehr gut aufgestellt, was auch extrem wichtig ist, weil unser Körper ist einfach unser Kapital und wenn der Körper nicht funktioniert, dann können wir nicht keine Leistungen bringen. Und deshalb ist das ist ja ein gutes Umdenken, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, dass das einfach mindestens genauso wichtig ist wie gutes Training, wenn nicht sogar wichtiger. Definitiv. Und du hast das ja selber eh schon gesagt, du hattest ja auch in deinen jüngeren Jahren schon ziemlich einen harten Trainer etc. Ich glaube, da ist ja jeder, der Handball gespielt hat und schon ein bisschen ein paar Saisonen, jeder hat schon irgendwie mal erfüllt, wie das ist, wenn man die gute alte polnische Schule abbekommt und solche Geschichten. Ja, hat sicher mental vor allem viel gebracht, aber halt, so wie du sagst, für den Körper ist es schon wichtig, wenn man da jetzt weiterdenkt, ja. Und habt ihr wie ist das mit der Ernährung bei euch? Habt ihr einen Ernährungsspezialisten oder so auch mittlerweile? Oder geht das von allgemeiner Position aus quasi? Nein, haben wir nicht. Ich esse sehr gerne zum Beispiel, manchmal auch ein bisschen zu viel. Also für mich, aber ich habe jetzt einfach gemerkt, dass das einfach unumgänglich ist und schaue jetzt einfach enorm auf meinen Körper, damit ich nächstes Jahr mindestens so eine gute Saison spielen kann wie dieses Jahr. Und da gehört Ernährung einfach enorm dazu. Ich meine, es ist jetzt nicht für einen Handballer nicht so wichtig, dass der sich nach einem absolut strikten Ernährungsplan hält, weil einfach du hast Teamkameraden und am wichtigsten ist beim Handball, dass du dich einfach in deinem Körper wohlfühlst. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich am Tag nur ein 200 Gramm Hühnerbrustfilet esse. Also dann, das befriedigt mich einfach nicht. Und deshalb muss da jeder ein bisschen auf sich selber schauen, dass das funktioniert und dass man da einen guten Mittelweg findet. Und ich probiere das jetzt. Ich kann ja jetzt auch zum Beispiel wieder nur für mich sprechen. Es gibt auch Spieler einfach, die essen, was sie wollen und denen ist das wurscht. Die nehmen weder zu, noch geht es ihnen schlecht, noch sonst irgendwas. Vielleicht können sie mehr draus machen, könnten besser spielen, wenn sie sich besser ernähren würden, aber warum sollten sie, wenn es ihnen gut geht? Und ich habe jetzt einfach gemerkt, dass ich da ein bisschen was ändern muss. Und deshalb. Ich merke auch einfach, dass es mir so in meinem normalen Leben einfach viel besser geht. Ich habe mehr Kraft. Ich bin einfach wieder so, wie ich vor einem Jahr war. So enthusiastisch, so viel Blödsinn zu haben. Und deshalb fällt mir einfach jetzt vieles leichter. Schön, das heißt, wir bekommen auch dann wieder ein paar mehr Folgen Tobi Koch zu sehen, hoffentlich. Durch gewissen Umständen habe ich im Moment keine passende Küche dafür. Ah, okay, alles klar. Deshalb ist gerade Tobi Koch passiert, aber versprochen, sobald es die
räumlichen Gegebenheiten. Gegebenheiten wieder da gegeben sind, dann wird es auch wieder Tobi Kocht geben. Sehr gut. Na, das finde ich, finde das einfach unglaublich leibend einfach, wenn Menschen einfach so viel positive Energie den Leuten mitgeben. Das ist echt sehr hoch wertzuschätzen, ja. Das ist echt genial. Wie gesagt, ich freue mich selber immer auf Freitag. Ja, ich auch. Ich schaue es mir auch manchmal, wenn mich irgendwas ziemlich belastet oder wenn gerade ein schlechter Tag war, dann schaue ich mir das Video einfach am Abend an und da geht es mir einfach gleich viel besser. Und das sind halt auch so Dinge, so ganz kleine Dinge helfen einfach enorm und das zu verstehen, dauert einfach ein bisschen, aber wenn man es dann überrissen hat, was einem gut tut, dann ist das enorm wichtig und dann kannst du nicht mehr ohne diesen Dingen eigentlich. Das heißt, du hast schon sehr wohl deine gewissen Rituale im Sinne von, keine Ahnung, was jetzt bei dir sind oder ob du was dazu erzählen willst, ob das jetzt, weiß nicht, Journal schreiben ist oder eben kurzes Meditieren, kalt duschen gehen Zum in der Beispiel Früh, vorm keine Ahnung. Spiel. Zum Beispiel vorm Allgemein. Spiel. Das Einzige, was ich hier mache, ist eben dieser Schlag auf die Thymusdrüse. Das ist das Einzige, was ich wirklich, wo man mich beobachten kann, dass ich das einfach mache. Und aber sonst, zum Beispiel, ich finde das vorm Spiel. Ich habe keine Rituale vorm Spiel. Das einzige Ritual, das ich vorm Spiel habe, ist hier jetzt Spaghetti Bolognese. Aber sonst, weil ich weiß nicht, ich glaube, das ist mehr eine Belastung. Wenn man dann sich denkt, okay, ich muss mir jetzt zuerst den rechten Schuh anziehen, dann muss ich mir den linken Socken anziehen, dann muss ich mir den linken Schuh anziehen, dann muss ich zuerst den rechten Schuh zumachen und den linken. Irgendwann passiert es automatisch, aber bis du mal dort bist, dauert es eine Zeit. Und deshalb probiere ich einfach das zu tun, wo ich jetzt das Gefühl habe, das geht mir, das passt gut. Also, wenn es mich freut, noch vor dem Spiel am Vormittag in die Kraftkammer zu gehen und ein bisschen einen Tonus aufzubauen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen lasch, dann mache ich das einfach. Oder wenn ich das Gefühl habe, na, ich will jetzt am Nachmittag noch lieber 3 Stunden schlafen, dann mache ich das. Also ich bin da nicht an Rituale gebunden, weil was passiert, wenn du dieses Ritual einfach einmal nicht machen kannst? Und deshalb finde ich das immer eher ein bisschen hemmend. Oder nicht hemmend, aber ein bisschen. Es nimmt einfach zu viel Fokus vom Spiel weg. Lieber so, dass ich mich 2 Tage vorher besser auf meinen Gegner vorbereite und noch extra alleine Video schaue zu Hause. Finde ich einfach wichtiger, als mir jetzt die Schuhe in der richtigen Reihenfolge zuzumachen. Okay. Ja, da wird auch jeder seine eigenen Rituale haben. Das weiß ich, Also, das hat jeder. ja. Also da gibt es. Eigenen Herangehensweisen, ja. Da muss man auch alles akzeptieren. Wenn jetzt ein Spieler, jetzt fällt mir gerade nur ein schlechtes Beispiel an. Ich weiß nicht, was für das Podcast-reif ist. Wenn ein Spieler unbedingt in der Kabine noch 20 Minuten bevor es losgeht Candy Crush spielen muss, dann bitte mach das, kein Problem. Wenn ein Spieler meint, er muss jetzt noch vor dem Spiel 200 Liegestütz machen, dann lass ihn einfach. Wenn er sich dann dadurch besser fühlt, dann mach das. Deshalb finde ich, Ja, da das sollte ist ich. im Endeffekt ja auch der Unterschied dann vom unter Anführungszeichen Amateursportler zum Profisportler, dass er so ein im besten Fall so ein Bewusstsein hat über seinen eigenen Körper und über seinen eigenen Kopf im Endeffekt, dass er ja eben, so wie du sagst, weiß, was einem gut tut. Ich weiß es auch nicht, ob es mir gut tut. Aber ich mache es einfach. Also, wenn ich einfach Solange es Spaß habe, dann mache ich es. keine negativen Auswirkungen hat, genau, im Endeffekt. So kannst du das eher abwägen. Es kann auch Denise, sein, du dass ich mal in die hast. Kraftkammer gehe und ich mache einfach zu viel und dann bin ich am Abend müde. Hat es auch schon gegeben, aber dann ist es einfach so und dann weiß ich fürs nächste Mal, okay, jetzt mache ich anstatt 8 Wiederholungen nur 5. Statt 5 Durchgänge nur 4. Und das ist halt ein Reifungsprozess, den man wahrscheinlich bis ans Ende seiner Karriere nicht vollkommen ausgeschöpft hat. Ja, bis ans Leben, so wie die Denise schon gesagt hat, im Endeffekt, es geht ja darum, dass quasi auch als Opa deine Kinder noch durch die Gegend schufen willst, ne? Genau.
Und das ist eben wichtig. Und deshalb ist es wichtig, für mich war jetzt zum Beispiel diese EM wichtiger als mein Studium. Da muss man immer einfach auf sich selber hören. Und wenn das jemandem nicht passt, dann muss man entweder darüber reden, dass das nicht passt, oder es hinnehmen oder was auch immer. Aber ja, jeder Mensch ist ein eigener Chef und deshalb. Also es ist einfach wichtig, dass man das tut, was man in diesem Moment für richtig hält. Denise, dann hast du auch schon ein bisschen Erfahrung mit Profisportlern aus deiner Zeit in Holland, gell? Ja, natürlich. Also Holland ist sowieso eine ganz andere Liga, weil vom Nachwuchs allein schon, also ich habe während meinem Studium verschiedene Nachwuchssportteams begleitet und da war das gang und gäbe, dass halt Physiostudenten die Nachwuchssportler begleitet haben und dann halt wirklich, wir waren bei jedem Training dabei. Wir haben bei jedem Training das Warming-up gemacht und das Cooling-down gemacht und die Jungs und Mädels dorthin geprügelt, dass sie das tun, was ihnen gut tut, ob sie wollen oder nicht. Und das halt wirklich bei den verschiedensten Sportarten. Natürlich vor allem, also Fußball hat das jeder, aber auch die meisten Randsportarten. Also ist tatsächlich Begleitung beim Schwimmteam dabei und so weiter. Und das ist halt so schade, weil erstens habe ich enorm viel davon gelernt, weil auch in meinem Studium ist es so, dass man es nur in der Praxis lernt. Also Theorie reicht eigentlich nur dazu, dass du niemandem was Schlechtes tust, aber in der Praxis lernst du es dann halt wirklich anwenden und da wird es so viele Kooperationsmöglichkeiten geben und also auch aus meinem Beruf weiß ich, die Profisportler natürlich, die verlangen einiges, die haben aber dafür auch öfter die Möglichkeit, ihrem Körper was Gutes zu tun oder einen Ausgleich zu gönnen. Aber vor allem die Amateursportler, die verlangen und verlangen und verlangen vom Körper. Und teilweise gar nicht das Wissen und gar nicht die Möglichkeiten haben, dass sie irgendwas Positives verändern an dieser Sache. Da könnte man so enorm viel gewinnen und so enorm viel könnten die Leute selber lernen, was ihnen im Berufsleben wieder was bringen wird und was ihnen, keine Ahnung, Krankenstände ersparen wird. Und das ist halt echt, also wenn da endlich einmal ein Ruck durch die Nation gehen wird und in den verschiedensten Sportarten, dass man da checkt, dass es nur was bringen kann, wenn man Leuten auch einen Ernährungswissenschaftler oder so zur Seite stellt. Natürlich auch eine Geldfrage, ganz logisch. Genauso wie das mit Aber dem Betreuen der Jugendmannschaften. ja. Das funktioniert in Österreich einfach nicht, weil dafür ist zu Ja. wenig Geld im Sport. Ja. Wobei ich als Studentin habe es auch gratis gemacht oder gegen ein, Okay. also spottbillig. Und Ja. natürlich war das jetzt nicht die beste Betreuung der Welt, aber wir haben uns Mühe gegeben und wir haben schon einige Probleme bestimmt im Keim erstickt. Und einfach dieses Signal, allein schon, dass die Jungs dort bei der U15 schon checken, ich muss auf meinen Körper schauen. Und es macht Sinn, wenn ich, keine Ahnung, meinen Bewegungsablauf analysieren lasse oder einfach einmal Ja, oder mehr spüren. einfach auf. Natürlich, das Ja. ist enorm wichtig. Also ich hatte Ja, zum Glück ja, das ja. Glück, dass ich eben mit dem Seppo Frimmel und dessen Mutter, die Birgit Frimmel, einfach Physiotherapeutin war. Das heißt, ich hatte immer irgendwie ein Auge, das da ein bisschen mitschaut. Und ich hatte auch immer die Möglichkeit, dort eine Behandlung zu bekommen. Ich hatte mit 14 Rückenschmerzen, dass ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und zum Glück hatte ich eben da diese Behandlung und habe das dann auch relativ schnell begriffen, dass ich da jetzt was machen muss, damit das wieder wegkommt. Aber das fehlt einfach in vielen, vielen Sportarten, in vielen, ich glaube, viele Orte. Wenn ich weiß nicht, wenn ich da an meinen Heimatort Gaishorn denke, in der Steiermark, ich glaube nicht, dass es dort einen Physiotherapeuten gibt. Aber es gibt einen Fußballverein. Ja. Also von daher ist das gar nicht bewerkstelligbar, glaube ich. Aber Es ist natürlich wäre es extrem wichtig, vor allem wenn das dann Vereine sind, die sich Profisportler ich nenne es jetzt heranzüchten wollen, ist natürlich extrem wichtig, dass die beobachtet und analysiert und Hilfestellungen angeboten werden. ja. Also das, also mir hat es als Studentin super viel gebracht. Ich habe meine Zeit gern dafür geopfert und keine Ahnung, Stundenlohn war im Endeffekt, glaube ich, 1,50 oder so, wenn du es umrechnest. Also relativ lächerlich. Und ja,
sie sind zu Spielen mitgefahren und so, und das war eigentlich immer lustig und das hat ihnen was gebracht. Also allein schon da Kooperationen und so weiter, wobei, okay, das Physiostudium ist in Österreich auch ein bisschen anders aufgebaut. In Holland hat man dafür 4 Jahre Zeit und dafür eben mehr Freizeit, weil man die Praktika nicht nebenbei unterbringen muss, sondern weil die Praktika so geblockt sind, dass wenn man Praktikum macht, macht man halt nur Praktikum und nicht nebenbei Bachelorarbeit schreiben oder was auch immer. Ja, aber ich finde halt, dass man in anderen Ländern sieht, wie viel es bringt, wenn man da ein bisschen investiert oder wenn man da nicht einmal investiert, sondern initiiert, weil es wird so viele Möglichkeiten geben. Und ich glaube, dass das eben beim Handball zum Beispiel natürlich auch ein Nachteil ist, aber es ist auch ein Vorteil, weil es halt noch nicht diese Großkotzigkeit und noch nicht diesen Gewinngedanken und so weiter gibt. Also auf dem kleinen persönlichen Level ist es wahrscheinlich schöner, bei euch Teil vom Team zu sein und bei euch zu arbeiten, als wie beim Fußball oder was auch immer. Aber natürlich ist es schade, wenn dann Chancen nicht wahrgenommen werden können oder wenn irgendwas nicht passiert, was gut wäre oder irgendwas nicht veranlasst wird, was gut wäre. Aber da wird es viele, viele, viele Möglichkeiten geben und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die bei euch sich Sachen überlegen oder die Sachen realisieren, einfach keinen Kopf und keine Zeit dafür haben, dass sie auch noch Klinken putzen gehen bei Physio-FHs oder was auch immer. Aber da wäre viel, viel möglich, bestimmt. Ja, ist halt auch ein bisschen ein Politikum, wie man halt jetzt auch in der Zeit im Moment sieht. Und wäre halt mal ein Sportminister auch wünschenswert, der selber noch irgendwie sportlich aktiv ist oder so und der das auch entsprechend verkörpert. Jetzt damit sagen, dass der Herr Kogler keinen aktiven Sport betreibt. Keine Ahnung. Also ich habe nur gelesen, dass er irgendwann einmal vor 30 Jahren circa ein bisschen Fußball gespielt hat, aber das war es auch schon. Na, aber es ist trotzdem leider ein Politikum und da sind wir halt wieder beim Thema, wenn unter Anführungszeichen von oben das Ganze auch nicht vorgelebt wird und so wie jetzt in der jetzigen Situation eigentlich man eher das Gefühl hat, dass eigentlich Sport als letztes kommt, weil es eh wurscht ist. Ja, vermittelt halt nicht gerade den besten Eindruck. Aber im Endeffekt, ja, eh so wie du gesagt hast, Denise, im Endeffekt liegt es an uns, irgendwo zu versuchen, unseren Teil dazu beitragen, in welcher Hinsicht auch immer. Ob das jetzt unser Podcast ist, ob das du, Tobi, mit deinen Messages bist und ja auch sicher an die Jugend im Verein etc. deine Message weiterträgst. Mehr können wir unter Anführungszeichen eh nicht machen. Ja. Wir können eh nur versuchen, das entsprechende Bewusstsein zu schaffen. Und Und wir probieren so viele Leute wie möglich ins Boot zu holen. genau, ganz korrekt. Und im Endeffekt geht es darum, wir müssen einfach schauen, dass wir da ein bisschen am Bewusstsein arbeiten, am generellen. Ja. Auch mal, um das auf das Thema Social Media zum Beispiel zurückzukommen. Für mich ist es einfach enorm wichtig, authentisch auf Social Media zu sein. Also wenn ich gut drauf bin, dann zeige ich, dass ich einfach gut drauf bin. Und wenn es mir schlecht geht, dann poste ich lieber nichts oder ich zeige einfach, dass es gerade eine schwere Zeit für mich ist. Aber es ist einfach wichtig, dass man da nicht ein realitätsfremdes Bild zeigt. Stimmt. Vor allem die schweren Zeiten herzeigen ist wahrscheinlich für viele Leute noch wertvoller als die Happy Baby, mir geht's so gut. Also ich glaube, dass viele Leute ihre positiven Seiten und ihre positiven Zeiten gerne zeigen und bei negativen eben die Klappe halten. Und deswegen hat es ja diese, vermittelt es ja diesen Eindruck, dass es halt eben so ein Highlight Reel ist, was jeder von sich präsentiert. Aber wir dürften ruhig alle mehr herzeigen, wenn wir gerade nicht so motiviert sind. Ja, Genau, und das es mache ich wird auch. jetzt wahrscheinlich, ich werde jetzt zum Beispiel auf dieses Thema, dass das Sportlerleben nicht nur Highlife ist mit Training und Spaß, sondern dass das einfach eine enorme psychische Belastung ist. Und ich möchte darauf aufmerksam machen und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass es dieses Problem nicht nur bei Sportlern gibt mit einer depressiven Phase oder sogar einer Depression, sondern auch, dass man da einfach auf seine Mitmenschen achten muss. Das ist einfach enorm wichtig, weil
Das kann so viel kaputt machen, dass nicht nur an sich selbst, sondern auch vor allem an seine Mitmenschen, dass dieses Thema einfach, finde ich, viel mehr besprochen gehört und viel mehr nicht so totgeschwiegen gehört. Das ist leider ein bisschen ein österreichisches Problem, dass Probleme einfach totgeschwiegen werden. Ja, eindeutig. Und wie halt immer, erst reagieren, wenn es schon ein Problem ist, weil bevor es eine Depression ist oder eine depressive Phase, gibt es eigentlich ja auch schon Zeiten, wo man was dran machen könnte. Genauso wie wenn Leute bei mir stehen und sagen, na, es ist ganz schlimm und ich sage, naja, seit wann hast du das? Und sagen, seit 3 Jahren. Ja, natürlich. Und im Endeffekt sind dann halt viele Probleme größer, als sie sein müssten, weil man halt so lange damit herumgewurschtelt hat. Aber Aber da ist zum deswegen Beispiel ein ist. Unterschied, Entschuldige, ich mag dich nicht unterbrechen. Ja. Da ist zum Beispiel ein Unterschied, oder beginn du, Entschuldige. Na, geht schon, geht schon. Nein, sag nur. Da ist zum Beispiel ein enormer Unterschied zwischen einem körperlichen Leiden und einem psychischen Leiden. Das körperliche Leiden merkt man sofort. Aber das hätte ich, auf das wäre ich jetzt auch gekommen, weil jedes körperliche Leiden ist ein psychisches Leiden, weil Schmerz tut was mit dem Kopf. Und wenn du eingeschränkt bist, tut das was mit deinem Kopf. Und wenn es dir im Kopf nicht gut geht, tut das auch was eben mit deiner Motivation, sozial irgendwas zu unternehmen, dich aus dem Bett zu hieven, wie auch immer, zu Bewegung zu bringen. Also für mich ist das ein absolut fließender Übergang, physisch und mental. Und deswegen mit dem Körper beschäftigen ist mit dem Geist beschäftigen und umgekehrt. Und jeder, der seinem Körper was Gutes tut, tut seinem Geist was Gutes und umgekehrt. Also ich würde das auch überhaupt nicht trennen voneinander, auf keinen Fall. Ich kann zum Beispiel eigentlich nur also aus meiner Erfahrung sprechen und mir ging es körperlich zwar gut, aber eben ich hätte einfach einen Schwung oder einen Schalter gebraucht von außen, weil ich aber einfach selber nicht gemerkt, dass ich in dieser Lethargie gefangen war. Und deshalb ist es einfach, darauf muss man eben aufmerksam machen, dass wenn man diese Anzeichen bei einem Menschen merkt, dass man diesen Menschen einfach vielleicht mal reden muss. Das ist einfach enorm wichtig. Und eben genauso wie wenn man merkt, dieser Mensch hat einfach Schmerzen, so wie du gerade sagst, dann muss man vielleicht ihm nahelegen, dass er sich Hilfe sucht, bevor es dann irgendwann zu spät ist und es dann zu einer chronischen Verletzung kommt oder zu chronischen Schmerzen. Das sind eben Dinge, die leider eben, wie gesagt, ein österreichisches Problem sind mit dem, ach, wird schon wieder, das wird von selber. Das habe ich eben ganz enorm in Deutschland gemerkt mit, in Österreich ist es halt so, ja komm, das machen wir schon, das geht irgendwie. Und in Deutschland ist es, nein, das ist so. Wir machen das so. Und das ist halt eine Mentalitätsfrage oder eigentlich eine Frage, wie es vorgelebt wird. Klingt auf jeden Fall so, als wäre das ein derartiges Anliegen, dass du da schon irgendwas planst in Richtung Projekt oder so. Auch deshalb mache ich dieses Studium. Also es kann sein, dass ich ein Sportpsychologiestudium noch dazu hänge. Ich Sehr möchte cool. einfach, dass Menschen geholfen wird, oder Sportlern geholfen wird, die sowas durchmachen, wie ich das gemacht habe. Zum Glück nicht in so einer extremen Form wie zum Beispiel bei Michael Phelps. Aber dass das einfach angeboten wird, dass da auf dieses Problem hingewiesen wird und nicht bevor es dann Einschnitte in dein privates Leben nimmt, sondern dass es einfach vorher behandelt und besprochen wird. Das finde ich einfach enorm wichtig. Definitiv, umso schöner und umso dankbarer sind wir, dass du auch entsprechend offen mit uns darüber sprichst. Es ist Und einfach kein Geheimnis. Man muss einfach immer, ich bin einfach ein ehrlicher Mensch und man muss das einfach ansprechen. Man muss Probleme das ist nicht ansprechen. selbstverständlich. Also das war ja auch eine unserer Intuitionen, warum wir diesen Podcast vor, keine Ahnung, mittlerweile eh schon wieder 2,5 Jahren fast gestartet haben. Weil wir gesagt haben, uns zipft einfach an, dass da draußen auf Social Media in Wirklichkeit nur die halbe Wahrheit kommuniziert wird. Du siehst die schönen, super tollen Endergebnisse, gerade im sportlichen Bereich vor allem, aber du siehst nicht, was für Arbeit dahinter steckt und du siehst eben nicht, was für Prozeduren man durchgehen muss, was das bedeutet, Progress eigentlich zu machen und was es bedeutet, mal sich dorthin zu arbeiten. Ja.
Und Was man ja, dafür eigentlich alles aufgibt und was man dafür alles verzichtet, genau, das das sehen ist die für Leute viele immer nicht. nicht. Das, es Ja. hat alles seinen Preis, in egal in welcher Hinsicht. Es hat alles seinen Preis. Ja, egal jetzt eben, ob familiär, körperlich, gesundheitlich, geistig, was auch immer. Es hat alles seinen Preis. Und da muss man die Leute ein bisschen mehr darauf hinweisen. Also, sobald du irgendwas in Richtung Projekt hast, keine Ahnung, lass es uns auf jeden Fall wissen und vielleicht können wir ja in irgendeiner Art und Weise auch einen Teil dazu beitragen, da ein bisschen zu pushen, dann ja, in die Richtung, wenn du irgendwas am Start hast, irgendein Awareness-Programm oder so, ja. Na, es wird bei mir wahrscheinlich beginnen, einfach nur mit einem Instagram-Post einfach auf dieses Problem hinzuweisen. Mittlerweile habe ich ja doch eine gewisse Reichweite, weil es darf einfach nicht, solche Probleme dürfen nicht unter den Keller, unter den Teppich gewischt werden. Ja, und vor allem dieses Stigma, da muss einfach weg. Genau. Dieses Stigma davon wegen, vielleicht sollte ich zu einem Psychologen, das heißt, ich bin jetzt völlig Banane. Es ist Nein. einfach, es ist noch einfach immer dieses Stigma da. Es ist, Es ist ja, überhaupt nichts klar. Schlimmes, zu einem Psychologen zu gehen. Ja, definitiv nicht. Es gehört so viel Größe dazu, sich selbst einzugestehen, man braucht Hilfe. Da gehört so viel, da muss man sich erst mal selber einen Fehler eingestehen und man muss einfach eigentlich den Mut dazu haben, leider. Unserer, eben wie du ansprichst, dieses Stigma, da ist einfach da. Man muss diesen Mut haben, sich diese Hilfe zu suchen. Und das ist Das ein Problem. Interessante, das Spannende ist, also das kann ich wieder nur aus persönlicher Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist jetzt eben mit deinem Schritt. Bei mir ist es jetzt schon wieder ein bisschen her, wie ich damals mir psychologische Hilfe genommen habe. Das Erste, was mir extrem aufgefallen ist, wie ich auch selber dann darüber angefangen habe, halt offen darüber zu sprechen, wie viele Leute dir dann eigentlich auch zugestehen, hey, mir geht es eigentlich auch nicht so gut und ich war eigentlich eh auch schon einmal dort und ich muss auch hingehen und ich glaube, ich bräuchte es auch und hin und her. Das ist eigentlich das, was mich am meisten schockiert hat, wie viele Leute eigentlich eh schon hingehen, weil es ihnen nicht gut ist, aber nicht darüber reden und wie viele Leute eigentlich das Bedürfnis hätten, einmal eine Betreuung eben in Anspruch zu nehmen, aber sich nicht trauen. Das war damals echt ein ziemlicher Eye-Opener auch. Wie viele Leute eigentlich strugglen effektiv. Ich möchte dann eben auch anbieten, dass Leute einfach zu mir kommen können, auch wenn ich jetzt kein Psychologe bin, aber ich glaube, es tut einfach gut, mit jemandem zu sprechen, der schon mal eine schwere Phase in seinem Leben durchgemacht hat. Du hast trotzdem noch eine zusätzliche Legitimation aufgrund eben deiner Berufung. Du bist trotzdem noch einmal mental ganz anders aufgestellt. Und du hast einfach einen ganz anderen Blick nochmal drauf oder mehrere Blickwinkel sogar, ja. Also gerade als Mannschaftssportler, der so weit, also der in der höchsten Klasse quasi spielt, was willst du noch mehr an Erfahrung eigentlich haben, ja? Ausbildung könnte ich noch haben, aber. Ja, natürlich geht es dann in speziellere Bereiche noch rein. Aber unterm Strich, wie gesagt, das, was du an Erfahrung, an Lebenserfahrung mitgeben kannst, und allein darüber zu sprechen, Genau das ist eben das Wichtige, ja, dass man das einfach ist diese schon der erste Probleme Schritt. anspricht. Einfach nur mit jemandem sprechen, das ist das Wichtigste. Und wenn. Den Leuten zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Genau mit diesem Problem. Das ist das absolut Wichtigste. Und dann Das noch anderen Wichtigste. Leuten zu zeigen oder zu sagen, wenn du merkst, ein Mitmensch von dir hat diese Probleme, dass du ihn darauf aufmerksam machst und vielleicht du schon mit ihm sprichst. Das ist einfach, bevor du dich von diesem Menschen absonderst oder abgrenzt, nur weil er gerade eine schlechte Phase hat. Deshalb ist es einfach das Wichtigste, darüber zu reden, egal ob man betroffen ist oder nicht oder ob man jemanden Betroffenen kennt. Das ist eben ein Thema, das bei uns in Österreich leider viel zu wenig thematisiert wird, auch im Leistungssport. Definitiv. Wie gesagt, die schönen Seiten zeigen sich relativ leicht, leider. Aber ja, find ich echt schön, dass wir da so einen Konsens haben. Und schauen wir mal, was wir daraus noch machen können.
Und ich glaube, das ist jetzt auch eigentlich ein schöner Drift in Richtung Ende, weil wir sind jetzt eh schon wieder bei über 1,5 Stunden. Erstens möchte ich nochmal sagen, Tobi, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Noch viel dankbarer sind wir, dass du so offen mit uns über all diese Themen gesprochen hast. Und das Dritte, was natürlich mindestens genauso wichtig ist, wenn du Zeit und Lust hast, jederzeit wieder gerne einen Podcast und dann auch vielleicht mit Video, Ja. weil ich glaube, du hast einfach extrem viel mitzugeben, ja. Und es ist einfach extrem cool, solche Leute an Bord zu haben und zu wissen, dass einfach Leute auch raus wollen mit der ganzen Geschichte, ja. Und das, auch wenn die Community noch klein ist, aber man muss raus damit. Ja, nein, es ist einfach wichtig, dass sowas angesprochen wird und deshalb mache ich das auch gerne und ich bin da auch gerne ein Sündenbock und vielleicht denkt sich dann auch jemand, was der hat eine schwere Phase in seinem Leben gehabt. Was ist mit ihm? Er hat ja alles. Oder hatte alles oder hat alles, keine Ahnung. Deshalb muss man da einfach diese Angst vor diesem Gedankengefängnis, nenne ich es jetzt, nehmen. Aber ich sage auch vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Schade, dass das Video nicht funktioniert hat. Aber ich freue mich sehr, dass ich euch zwei sehen konnte. Na, wie gesagt, an dem soll es nicht scheitern. Gerne, gerne noch ein Podcast dann mit Video und was ich nur abschließend jetzt zu deinen Worten noch sagen wollte, man ist doch liebend gern der Sündenbock, wenn man weiß, dass man sich selber dann ins Spiegel schauen kann am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist das Absolut. Wichtigste. Darum geht's. Absolut. Und da stehst du, glaube ich, definitiv über einigen Leuten drüber, die das nicht so sehen. Ja, deswegen, ja, wie gesagt, ich bin da echt dankbar für das echt lernende Gespräch, weil es einfach so flowig war und weil es einfach super cool offen war, ja. Wirklich, danke, danke, danke. Kein Problem. Gerne wieder. Sehr fein. Denisa? Ja, so schön, dass du sowas Wichtiges, Richtiges, Tolles aus deiner schweren Zeit machst. Was kann man mehr wollen? Und zu der ganzen Sache mit dem Kopf. Wir sind einfach so komplex, unser Körper ist so komplex. Wenn irgendwer sagt, ich habe überhaupt keine Probleme mit meinem Körper, dann bin ich schon verwundert, weil es kann einfach so viel schiefgehen. Und das Gleiche ist doch wohl bitte mit dem Kopf. Also, ja, der Nein, das ist. alte Spruch, wenn einem was das Knie weh tut, geht man auch zum Arzt. Also, warum sollte man sich keine Hilfe suchen, wenn im Kopf all irgendwas nicht glatt geht? Genau, das ist eben ganz wichtig, dass dieses Bewusstsein hergestellt wird. Ja. Passt. Perfekt. Supergeil. Tobi, vielen herzlichen Dank. Ich sage danke. Liebe Zuhörer und Zuseher, nicht vergessen zu abonnieren. Folgt dem lieben Tobi, allein schon wegen seiner supergeilen Freitagsstory, die einfach immer wieder, zumindest mir, ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und ja, finde ich einfach leid. Sehr Und gerne, gar kein Problem. vielen herzlichen Dank, Tobi. Bis Ich bald. wünsche euch was. Ja, Ciao. Tobi, danke dir.